Und willkommen zurück hier in Anno 1404 mit der Erweiterung Venedig. Ja, Olsbruck wächst und gedeiht. Hier steigen nach und nach die Bürgerhäuser auf, beziehungsweise die Bürger, die werden zu Patriziern und die brauchen aber noch einiges, unter anderem noch Brot. Ich glaube, das ist noch zu wenig, was wir hier anschippern. Was noch? Bier, ebenfalls noch nicht eingetroffen, und die Wemser sind auch noch nicht ausreichend. Oh, schon wieder? Haben wir denn noch Platz in unserem Armenhaus? Ja, haben wir. Dann nehmen wir die doch auch mal noch auf. Und dann schauen wir einmal, wo ist unser Handelsschiff? So, genau, hier. Bier, Wemser und Brot. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen erhöhen. Machen mal 20. Okay, einmal schauen, ob es so besser ist. Denn sonst haben die natürlich nichts. Das ist nicht gut. Einmal das. Wollte jetzt wieder steigen. Leinenkutten sind auch keine mehr da. Ein echter Sieg. Wie sieht es denn mit Hanf aus? Auch nicht. Okay. Das ist also das nächste, worum wir uns kümmern müssen. Nochmal ein paar Hanfplantagen. Da könnten wir doch hier noch ein paar hinmachen. Hier ist doch noch Platz. Einmal. Und noch eine. Wie machen wir das am besten? So. Jawohl, wunderbar. Dann natürlich wieder rein. Yeah. Dann nochmal eine Webstube. So, rum hätte ich die gerne. Einmal können wir das auch noch aufbauen. Dafür brauchen wir erst noch Steine. Gut, das heißt, können wir was abladen? Einmal nochmal Holz. Einmal nochmal Werkzeuge. Nein, haben wir noch nicht. Genug Platz, aber Steine. Haben wir hier einen Steinbruch? Jawohl, einen. Was ist denn hier los? Nein, das ist einmal Kohle. Ich wollte den Steinvorkommen sehen. Hier ist ein Steinvorkommen. Haben wir doch alle. Okay, die arbeiten. Warum sind so wenig Steine? Liefern wir, bringen wir hier Steine weg? Oder brauchen wir das natürlich, um vielleicht aufzubauen? Möglicherweise. Alles klar. So, sehr schön. Schaut mal, unsere Einnahmen, die steigen ebenfalls. Die haben jetzt auch fast alles. Die brauchen jetzt eigentlich nur noch die Bücher. Und da, glaube ich, haben wir gesagt, haben ein Santa Cruz. Das ist doch auch eine coole Idee. Dann ist das Santa Cauz. Und Santa Cauz macht eine neue Route. Einmal von Goldeulingen nach Olsbruck und lädt da ein paar Bücher ein. Ich glaube, wir hatten da so viele. Ja, vielleicht keine 45, sondern vielleicht auch immer mal nur 20. Wunderbar. Bücher. So, somit sind die hoffentlich erstmal versorgt. Dann werfen wir mal einen Blick nach Ashkaol. Wie sieht es denn hier aus? Ach ja, da brauchen wir natürlich auch noch viel mehr Gesandte. Hier sind glückliche Nomaden. Die könnten wir mal aufsteigen lassen.
Aber euch fehlt ja, das will ich doch auch jetzt gar nicht. Ich will hier noch ein paar Nomaden ansiedeln. Schau sich das einer an. Wer sich über das Leben in dieser Stadt beklagt, der lügt. Wir haben 20 Gesandtenbriefe. Wunderbar. Nur aufpassen, dass die auch genug an Waren haben. Aber bisher sieht ja alles gut aus. Können wir doch eigentlich auch mal vielleicht sogar... Nein, ich möchte die gerne hier aufsteigen lassen. Da vergeben wir keine Rechte. Das machen wir selber. Warten wir mal ein bisschen. Dann können wir ein paar mehr auf einmal aufsteigen lassen. Entermannschaften? Nein, habe ich jetzt auch gerade keine Lust zu. Wir wollen hier endlich mal weiterkommen. Oh, wer braucht denn was? Ihr habt keine... Oh ja, tatsächlich. Ah, das haben wir jetzt ein bisschen dumm gemacht. Können wir hier noch einen Marktplatz bauen notfalls? Beziehungsweise einen Bazar? Dann kommt hier mal noch ein Bazar hin. Oh, den kann man ja notfalls wieder abreißen. Wunderbar. Ja, hier... Oh, erstmal noch aufsteigen lassen. Erstmal noch aufsteigen lassen. Wir haben ja 20, noch 10 Gesandtenbriefe. Wir haben 2500 und wir brauchen 3400. Okay, das sind natürlich schon noch einige. Oh, neue Gebäude. Welche denn? Ja, schaut mal. Es gibt endlich die Rosenzüchterei und die Duftmischerei und ein Badehaus. Ach, ist das cool. Stillt das Bedürfnis nach Vergnügen, wobei ja die Sultansmoschee alle Gebäudebedürfnisse erfüllt. Das heißt, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Das brauchen wir, glaube ich, hier nicht errichten. Aber cool. Ach, schön. Ein gutes Geschäft gemacht. Hier bauen wir mal noch ein paar Nomaden. Können wir noch für Dekoration sorgen. Sehr schön. Aber vielleicht sollten wir denen trotzdem erstmal vorab... Ja, das haben wir schon verstanden. Die kriegen jetzt mal vorab ein Badehaus. Das schauen wir uns gleich mal an. Schön. Ach, ich würde ja gerne da oben ein bisschen reingucken. Man sieht so ein bisschen das Bad. Hier oben auch ein Bad. Sehr schön. Ja, hier kann man es schön erkennen. Hier ist das Badehaus für die Gesandten. Sehr schön. Genau, dann ziehen ja da noch mehr Gesandte ein. Was fehlt euch? Ein Marktplatz. Auch wieder. Haben wir auch wieder. Okay, dann kommt ihr jetzt da weg. Noch einen Marktplatz bauen wir jetzt nicht. Müssen wir darauf achten, dass die ihren Marktplatz haben. So, hier möchte ich auch wieder ein bisschen variieren. Nicht alles so eckig. Wunderbar. Sieht auch schon mal gut aus. Adlige haben sich in ihrer Stadt niedergelassen. Jawohl, die ersten Adligen sind eingezogen in Olsbruck. Hervorragend.
Und hier werden hoffentlich nach und nach dann noch mehr Gesandte einziehen. Und jetzt wollen die natürlich auch noch Duftwasser. Duftwasser und auch die Perlen nehmen ein bisschen ab. Das heißt, da müssen wir uns dann auch bald drum kümmern. Jetzt erstmal wieder einen Blick zurück nach Oelsbruck. So, wo sind denn die ersten Adligen? Hier. Und die wollen jetzt natürlich noch Fleisch. Und ich glaube, Fleisch haben wir auch genug hier. Ist gar nicht so viel. Was wir aber brauchen, Pelzmäntel. Also Pelzmäntel können wir schon mal rüberbringen. Pelzmäntel, einmal wie Bücher und einmal Pelzmäntel. Da nehmen wir auch mal erstmal nur 20. Und ausladen Pelzmäntel. Produktion kommt zum Erliegen. So, und Fleisch ist natürlich schwierig. Also Fleisch, ich dachte aber irgendwo, hätte ich gesehen, dass wir zu viel Fleisch haben. Hier nicht. Nein, hier auch nicht. Nein, okay. Das heißt, können wir Fleisch vielleicht direkt hier sogar machen? Rinderfarm. Ja, hier ist doch noch Platz. Das heißt, das können wir doch eigentlich direkt vor Ort produzieren. Ich vorschlagen. Ich glaube, hier ist doch noch ein bisschen Platz. Ja, dann machen wir einmal hier ein kleines Markthaus mit hin wieder. Und machen hier einmal noch Rinderfarmen. Rinderfarm. Und dann gleich noch eine. Passt perfekt, sieht sehr schön aus. Natürlich bekommt ihr auch noch ein paar Bäume hierher. Und sollten mal wieder ein bisschen für Dekoration sorgen. Ein Brunnen würde doch hier trotzdem auch schön aussehen, oder? Das ist so der landwirtschaftliche Betrieb. Und da haben die sich doch auch einen kleinen Brunnen verdient. Und vielleicht noch ein paar Blumenrabatte, oder? Was hätten wir noch anzubieten? Eine Statue passt jetzt nicht unbedingt. Ja gut, der Brunnen reicht ja erstmal. Hier haben wir noch so schöne Hecken. Und auch noch Zypressen. Müssen wir unbedingt noch ein bisschen was bauen. Ja, hier haben wir auch schon einen Brunnen errichtet. Sehr cool. Wie sieht es denn hier aus? Können wir hier noch ein paar Hecken oder Zypressen errichten? Haben wir eigentlich schon... Hier ist noch Platz. Da könnten wir eine Hecke machen. Oder eben... Ja, da kommen noch Zypressen mit hin. Und haben wir genug Steine? Nein, Steine haben wir nicht genug. Dann könnten wir mal die Wege noch machen. Irgendeiner muss mal Steine anliefern, bitte. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Der Orca bringt mal bitte Steine. Immer zum Verschönern der Straßen. So, wir werfen einmal einen Blick. Wir überprüfen mal. Brot, wieso ist denn Brot immer noch zu wenig? Ist 20 anscheinend auch noch zu wenig. Okay, das heißt, wir steigern mal langsam. 25.
viel Brot haben wir denn hier inzwischen? Da ist so viel. Na komm, dann machen wir es voll. Dann machen wir es eben auf 40. Oder auf 45. Und Wemser? Ja, Wemser lassen wir mal so. Sehr schön. Ja, dann haben die jetzt nämlich zumindest genug Brot und dergleichen. Und die Adligen, ach, das sieht schön aus. Hier könnten wir noch was machen. Da könnten wir noch eine Hecke errichten. Statt der Bäumchen, oder? Ach, die Bäume bleiben deswegen trotzdem? Ist ja witzig. Nein, die kommen weg. Ja, aber eine Hecke sieht doch hier auch ganz schön aus. Hier haben wir... Genau, dann bauen wir das mal in Hecken um. Ja, hier die Adligen einziehen. Dann machen wir die Bäume mal zu Hecken. So, ja, das Schiff mit den Steinen kommt auch an. Sehr gut. Aber es sind noch 20 Adelstitel verfügbar. Wunderbar. Wie viele Adlige haben wir denn hier? 260. Und wie viele haben wir hier drüben? 2560. 2700 also. Und wie viel brauchen wir? Ah, das dauert noch ein bisschen. Okay. Wir werden uns noch gedulden müssen. Einmal die Steine abliefern und einmal Straßen bauen. So. Vor allem hier um die Adelshäuser. Ach, schaut, es schaut schön aus. Ja, also das gefällt mir, muss ich sagen. Oh nein, wir haben die ganzen Steine aufgebraucht. Wir müssen Orca nochmal schicken. Orca muss nochmal Steine bringen. Und die Goldeule kann auch gleich nochmal Steine bringen. Wir haben hier so viel. Sind ja nicht alle... Oh, wunderbar. Einmal Schönbau betreiben. Das gefällt mir sehr gut. Okay, ja, dann haben wir jetzt bald noch Fleisch. Dafür brauchen wir auch Steine. Genau, dann kriegt ihr noch eine Schlachterei. Ich finde es auch mal ganz schön, wenn die hier so ein bisschen selber aufsteigen. Finde ich auch sehr cool. Ja, und Brot brauchen jetzt die Adligen ja auch, deswegen ist es ganz gut, dass wir das jetzt hochgesetzt haben. Dass da noch mehr Brot angeliefert wird. Ich hoffe, das ist ausreichend. Hier machen wir ja Bier. Wird immer fleißig abtransportiert. Und hier eben Brot. Ja, wir haben genug Brot. Das ist gut. Sollte funktionieren. Hier wird fleißig Brot produziert. Und endlich auch wieder Wein. Ah, jetzt haben wir aber kein Eisen. Stein ist hier auch voll anscheinend. Ihr werdet wieder von mir hören. Ich bin hier mal noch Stein. Dass hier wieder Stein gemacht werden kann. Und, ach so, weil Werkzeug wird ja auch gemacht. Das heißt, Eisenschmelze, Fassküfer, Werkzeugmacher. Dann machen wir da mal eine Pause. Der Werkzeugmacher pausiert einmal. Wir haben ja nicht genug Eisen.
einmal Steine abliefern. Und dann eine Schlachterei. Und dann weiter mit unseren schönen Steinstraßen. Schickt uns nicht weg. Und wieder? Euch bestimmt kein Ärger. Ich schwör's. Ich glaube, wir haben jetzt aber schon genug Bettler aufgenommen. Ihr wollt auch wieder nach Oelsbruck. 98. Wie sieht's denn aus? Ja, gut, Platz haben wir ja noch. Schickt uns nicht mehr. Alles gut. Die Stadttore vergesse ich euch nie. Aber irgendwann ist dann mal Schluss. In dieser Stadt leben zu müssen. Wieso? Weil ihr alles bekommt? Deswegen ist es eine Zumutung. Ja. Natürlich. Nie zufrieden, das adlige Volk hier. So, da ist noch Platz. Da können wir vielleicht auch noch ein bisschen Schönbau betreiben. Noch ein paar Zypressen hier mit hinstellen. Das sieht auch schön aus. Einfach nur eine Zypresse und eine Hecke. Gefällt mir wirklich sehr gut. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Da brauchen wir fast noch einen Weg, finde ich. Schön. Also Oelsbruck entwickelt sich richtig schön. Finde ich jetzt fast noch schöner als Goldeulingen. Hätten wir von Anfang an machen sollen. Aber dann ist das hier jetzt eben einfach unsere Schönbausiedlung. Genau, Fleisch. Für Fleisch wird jetzt hoffentlich auch gesorgt. Ach, Salz. Wir müssen noch Salz rüberschippern. Salz haben wir, glaube ich, hier auch irgendwo genug. Ja, das heißt, einmal noch hier Salz einladen und hier ausladen. Bücher. Dann sind das Pelze oder Mäntel, besser gesagt. Und Salz. Ein gutes Geschäft. Wunderbar. Kohlevorkommen ist erschöpft. Das können wir nicht so lassen. Wie sieht es denn hier inzwischen aus mit Indigo? Ein gutes Geschäft ist mir willkommen. Immer noch nicht genug Indigo. Hm. Brauchen wir noch mehr Indigo? Können wir auf jeden Fall noch ein paar Leutchen aufsteigen lassen. Und da sollten wir mal noch ein paar wieder nachrüsten. Ach ja, haben wir jetzt wirklich alles, was wir bauen können, ja? Okay, sehr cool. Ich habe eine wichtige Sache zu erledigen. Nein, ich habe heute irgendwie nicht so große Lust für Aufgaben, muss ich gestehen. Liefern Sie Pelzmäntel? Na gut, das können wir gerade so machen. Das geht gerade so. Zufälligerweise haben wir Pelzmäntel. So. Das ist einfach. Das machen wir gerne. Eine Noria ist erschöpft. Das geht nicht. So, hier mal noch ein bisschen aufsteigen lassen. Und euch fehlt jetzt noch Parfum. Genau, Parfum. Das wollen wir noch als nächstes machen. Aber das machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Das fangen wir jetzt nicht noch an. Ich hoffe, wir vergessen das nicht. Parfum für die Gesandten in der nächsten Folge, bitte.
So, das sieht doch auch schön aus. Dann können wir hier auch noch für kleine Ornamente sorgen, hoffentlich. Für ein bisschen Deko. Und eben für Parfum. Wunderbar. Und unsere Einnahmen steigen auch. Das ist hervorragend. Das spült uns ordentlich Goldmünzen in die Kriegskasse. So, und Olsbruck. Ich glaube, da können wir jetzt mal wieder aus hier. Ja, wunderbar. Wieder ein paar Bauernhäuser noch errichten. Oh, wo denn? Haben wir schon wieder was übersehen? Ach, das reicht auch wieder nicht. Und das auch nicht. Na, dann muss das leider weichen. Haben wir wieder nicht drauf geachtet. Dann bauen wir hier eben noch ein bisschen rum. Konntet ihr diese Angelegenheit regeln? Ach, selbstverständlich. Dass ich euch diese wichtige Angelegenheit anvertraue. Und wieder ein paar Goldmünzen erhalten. Wunderbar. So, bauen wir zum Abschluss hier noch ein paar Bauernhäuser. Dass wir hier wieder die Möglichkeit zum Aufsteigen haben. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Wo ist denn noch schön? Wo sieht es denn noch gut aus? Ja, hier vielleicht noch was. Genau, und dann haben wir hier ja auch noch einen Marktplatz. Auch noch. Ach schön, schaut mal, da ist gleich Platz für eine kleine Zypresse. Wunderbar. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Schön. Ja, und hier ist auch noch Platz, hoffe ich. Ja, da haben wir auch noch Zugang zum Marktplatz. Ja, ihr kriegt auch sofort noch Zugang. Da muss ich mal schauen. Ja, habt ihr jetzt bekommen. Wunderbar. Da können wir die Straße noch bauen. Ich muss noch mal eine Straße entlang. Und vielleicht dann von hier noch mal rum. Ich glaube, das sieht noch schöner aus als diese hier. Die bauen wir mal wieder weg. Gefällt mir nicht. Da verbinden wir lieber. So. Denn dann könnten wir da rein vielleicht auch nochmal einen kleinen Brunnen machen. Sieht das gut aus? Nein, gefällt mir eigentlich nicht so gut, muss ich sagen. Haben wir denn noch? Jawohl, und da sind wir schon wieder am Ende. Das passt hier leider nicht rein. Haben wir einfach so einen Platz? Nein, finde ich auch nicht so schön. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Einfach Blumenrabatte finde ich irgendwie auch nicht so schön. Na gut, dann müssen wir mal noch abwarten, was wir hier noch hinmachen. Das warten wir mal noch. Ansonsten ziehen wir hier einfach eine Straße noch durch. So. Ja, ich glaube, wir ziehen hier mal noch eine Straße durch. Und machen dann dafür hier... Oh nein! Wer denn? Wo denn? Haben wir hier, haben wir den Medikus vergessen? Haben wir hier keinen Medikus? Könnte sein, dass wir den tatsächlich vergessen haben.
Ja, wir haben keinen Medikus gebaut. Das müssen wir zum Abschluss noch revidieren hier. Einmal noch. Oh, Wucherpreise. Ein neuer Erfolg. Sehr cool. Wir haben von fremden Handelsflotten Waren im Wert von 50.000 Goldmünzen erworben. Das ist natürlich sehr cool. So, und du bringst einmal noch Riesenkraken ganz fix. Einmal Glas rüber. Können wir hier wieder jemanden zurückschicken? Die Goldeule kann wieder zurück. Da ist alles voll. Und hier, du kannst auch wieder zurück. Da müssen wir mal noch Platz schaffen für einen Medikus. So, wo ist denn noch ein schöner Platz? Hier zum Beispiel. Ja, hier kommt noch ein Medikus mit rein. Das ist gut. Genau, da kommt noch ein Medikus rein und dann müssen wir mal schauen, wo wir noch einen machen. Ich hoffe, wir schaffen das noch rechtzeitig. Einflussbereich wäre ja. Ja. Das zum Abschluss machen wir. So, der Fleischer arbeitet jetzt auch. Jawohl. Naja, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Brot ist immer noch ein bisschen wenig. Okay. Stehe ich aber gar nicht. Brot haben wir doch auch so viel. Brot sollte doch jetzt eigentlich... Eigentlich sollte das Brot jetzt auch kommen. Hier kommt das Brot. Sehr schön. Und die Gewürze kommen auch. Und vielleicht sollten wir noch einen kleinen Hafen machen. Eine Anlegestelle noch. Ein Landungssteg. Schaut mal, dann habt ihr noch einmal die Möglichkeit. So, und wo kommt unser Glas? Hier kommt unser Glas. Der Riesenkraken mit seiner schweren Last. So, einmal ganz schnell einen Medikus. So, sehr gut. Der Medikus macht sich auf den Weg. Und vielleicht machen wir gleich noch einen. Hier wäre noch irgendwie ganz gut. Aber das sieht schwierig aus hier. Das haben wir vergessen. Den haben wir wirklich vergessen, den Medikus. Wir könnten höchstens nochmal ein Bauernhaus hier. Ja, abreißen. Und da dann nochmal einen Medikus reinsetzen. Sicherheitshalber. Gut. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Holzbruck wächst stetig. Und wir haben jetzt sehr gute Goldmünzen. Und das sind gute Voraussetzungen, um dann bald mal in den Krieg zu ziehen. Jawohl, die Only One spielt mal kriegerisch. Gemütlich und entspannt, aber kriegerisch. Ja, das war's also erstmal wieder für heute. Ich verabschiede mich jetzt. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dann, alles Gute und tschuhu!